Also nicht er als Person, aber er hat von mir gehört, dass ich ein Held bin. Das klingt doch merkwürdig. Aber du bist ein Held. Nicht so richtig. Ich habe doch nicht genug gemacht, um anderen ein Vorbild zu sein. Es gibt so viele größere Helden als mich. Aber er war nicht von anderen Helden beeindruckt, sondern von dir. Das ist nett. Du klingst nicht sehr glücklich. Das bin ich. Es ist nur, ich finde nicht, dass ich solches Lob verdient habe. Ich bin einfach nur irgendjemand. Du hast nicht wirklich die Macht zu entscheiden, ab wann die Leute von mir beeindruckt sind. Ich jedenfalls werde weiter damit prahlen, dass ich den größten Helden Fable kenne, Beschützer des Aschenhains und Retter von Trigarin. Na gut, ich hab's verstanden. Danke, Gastwirtin. Ich sollte wohl lernen, Komplimente zu akzeptieren. In der Tat. Ui. Quest an Melly vergeben. Hallo, Gastwirtin. Hallo, Fable. Hallo, Melly. Hallo, Marit. Schön, euch wiederzusehen. Ebenso, nicht wahr? Mel. Kann ich euch etwas zu trinken anbieten? Du könntest uns eine Quest anbieten. Sprichst du zufällig von der, die du dort in der Hand hältst? Den Spürnase liegt wie immer goldrichtig. Ich muss mein Bestes geben, um mit dir mitzuhalten. Ihr wollt also diese armen Familie retten? Vielleicht vermisst Familie schweigende Zauberer Spuren, die ins Leere laufen. Das ist ein Fall für die weltbeste Detektivin. Und ihren heimlichen Assistenten. Sie klingen wie ein tolles Team. Sie sind kein Team. Aber sie gehen gemeinsam auf eine Quest. Das tun sie nicht. Warum bist du dann hier? Sie wollte nicht alleine hierher kommen. Sie kommt nicht an das schwarze Brett ran. Aber was hat sie gerade getan? Und ich wollte etwas trinken. Und du lässt Melia einfach alleine losziehen? So war es schon immer. Nur alleine verdient man sich bei den Schattenschlechtern seine Spuren. Melia ist aber nicht bei den Schattenschlechtern. Aber sie möchte den Pfad der Liebe beschreiten. Also muss sie auch ihre Lebensweise annehmen. Ich glaube, sie möchte ihr den Pfad der Detektive beschreiten. Und was du vorhast, klingt gefährlich und verantwortungslos. Was Fable sagt. Du kommst nicht mit. Nein. Warum nicht? Das habe ich gerade erklärt. Aber nicht sehr gut. Aber du musst mit mir mitkommen. Warum? Das ist ganz klein Quest für zwei Leute. Es gibt nichts, was man nicht alleine schaffen kann.
Was, wenn ich jemanden brauche, der sich an den Ort des Verbrechens schleicht und Beweise sichert? Wolltest du diese Quest nicht annehmen, um den Schleichkünste zu verbessern? Aber was, wenn ich nervös werde oder vergesse, wie man schleicht? Oder keiner der Familie mit mir reden will? Ich weiß nicht, Melina. Oder wenn ich zurückkomme und du wurdest von einem T-Rex gefressen? Wann? Wen würde das schon kümmern? Mich. In Sofort gibt es viel weniger T-Rex als hier. Wenn mich die Monster einholen, dann soll es eben so sein. Ich finde ja, man sollte vor Monstern weglaufen und nicht auf sie zu. Das hängt davon ab, was für ein Leben du gewählt hast. Du sollst ein Leben wählen, in dem du mit mir nach Sofort gehst. Hör mal, Melina. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht mit dir gehen. Ich habe Verpflichtung. Du bist ein Dieb. Ihr habt keine geregelten Arbeitszeiten und du hast keine Freunde. Das weiß ich. Das stimmt. Aber ich habe einen Schaffisch, um den ich mich kümmern muss. Du hast einen Schaffisch? Ja, sein Name ist Rumpfuß. Und er ist nicht gern allein. Und ich muss ihn füttern, um ihm bei seinen Kreuzworträtseln zu helfen. Sonst wird seine Wolle spröde. Oh. Das stimmt wohl. Du kannst Rufus nicht alleine lassen. Dann ist er ganz allein. Noch. Ja. Ich könnte mich um Rufus kümmern. Wie bitte? Ich lebe ganz in der Nähe und ich kann gut mit Tieren umgehen. Und in Kreuzworträtseln bin ich auch nicht schlecht. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Was, wenn Rufus dich nicht mag? Das wird er sicher. Spätestens nach einem von Phoebes berühmten Schlafliedern. Du kannst singen? Ein wenig. Sing doch darüber, wie Mer und Rufus von einem T-Rex aufgefressen werden, während ich von Familiären aus der Stadt gejagt werde. Ich glaube, ich würde lieber ein Lied darüber singen, wie du und Marit die Familie retten. Nicht wahr? Mer? Na gut, aber nur dieses Mal. Sieh es als deine Abschlussprüfung an. Yippie, das klingt toll. Wunderbar. Braucht ihr noch Hilfe für eure Queste? Keine Ahnung. Was sagt die Meisterdetektivin? Eine gute Frage. Ein treuer, grüblerischer Assistent. Bitte nenn mich nicht so. Okay, dann eben der mächtige Mer. Nein. Dann, John? Meinetwegen. Also eine gute Frage, Mr. Watson. Ich habe diese Quest, die ausführlich untersucht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt. Wir müssen die Aussagen aller Zeugen unter die Lupe nehmen und sie dann korrekt zusammensetzen. Die Stadtbewohner, der Zauberer und die Familie. Sie werden uns widersprüchliche Informationen geben und wir müssen sie sammeln und am Ende herausfinden, was die Wahrheit ist.
Um das zu schaffen, müssen wir charismatisch genug sein, damit sie uns sagen, was sie wissen. Und falls sie trotzdem nicht mit uns reden wollen, aus Angst oder Schuldgefühlen, müssen wir schleichen können, damit wir die versteckten Hinweise ihnen selbst finden. Und wir sollten schnell vorgehen, damit sie keine Beweise zerstören können. Ich kann euch ein paar goldene Federn anbieten. Sie haben einen sehr leckeren Nachgeschmack nach Hast. Damit solltet ihr wesentlich schneller sofort sein. Ein großartiger Einfall. Unterschätzt den Ernst der Narben. Es könnte fatal enden. Was würdest du denn vorschlagen, John? Schleichen ist ein guter Gedanke. Ein wenig Geschick, damit wir nicht frühzeitig enden werden, sollte auf jeden Fall dabei sein. Und ich glaube, wir sollten uns darauf konzentrieren, die Verantwortlichen zu überwältigen. Wenn sie Familie entführen, dann werden sie nicht an Gesprächen interessiert sein. Zumindest keinen freundlichen. Wir sollten in erster Linie kämpfen und in zweiter Linie Fragen stellen. Also bist du von deinen Schleichtaktiken abgerückt? Verschiedene Probleme fallen unterschiedliche Lösungen. Wenn du auf einen Kampf aus bist, dann wäre es mit ein paar frischen Phoenix-Chilis. Etwas Feuerresistenz könnte gegen Zauber oder Familie äußerst nützlich sein. Ob ein Feuerball oder Feueratem, sollte so etwas nicht auf die leichte Schulter nehmen. Kann ein Duft Feuer spucken? Schon, ja. Er ist nur meistens zu faul dafür. Aber wenn ich Marshmallows mache, ist es ausgesprochen hilfreich. Ich will Marshmallows alle anderen probieren. Wenn ihr wiederkommt, sehe ich, was ich tun kann. Danke. Meinst du, wir könnten die Familie mit Smokes bestechen, damit sie uns helfen? Das ist doch immer. Ein Dolch ist alles, was wir zum Überzeugen brauchen. Beides könnte funktionieren, denke ich. Was meinst du? Sie werden auf jeden Fall etwas Geschick brauchen, um besser zu schleichen. Aber mit was sollten sie es kombinieren? Hey. Für einen schnellen Ankunft und Charisma für etwas mehr Überzeugungskraft oder hohe Stärke und etwas Feuerresistenz. Lass mich nachdenken. Das waren jetzt sehr viele Informationen. Aber ich weiß schon, ich werde mal was mit Charisma nehmen. Angriff. Nicht mehr jetzt in den Angriff schicke. Das ist. Hey, nein, das wird nichts. Okay, 3 Charisma brauchen wir. Und ein. Das passt. Das würde auch passen. Durch den roten Hurrikan wirst du so unwillig und schwer zu fassen wie der Wind. Das klingt doch sehr gut. Okay, der hier wird der Beste sein. Und Verteidigung ist auch eine gute Sache. Niemand hasst dazu. Goldene Feder macht Hast. Okay, sehr gut. Hier holen wir ein bisschen hiervon. Eine Menge hiervon.
Irgendwie hier noch. Letztes Mal hat es auch funktioniert, obwohl wir hier. Ups. Vielleicht geht das auch von dem war. Das so mixen. Nein. Gut, das wird. Es wird knifflig. Gut, die brauchen wir aber dann nicht. Wenn wir den anderen dringend. Schlägermeister. Als Charisma und ein. Das würde auch geben. Achso, das heißt wahrscheinlich, einen kann auch zwei haben. Okay, funktioniert das denn? Die haben wir schon. Wir müssen auf jeden Fall nicht so viel hier tun. Hier wird es jetzt knifflig. Muss das Minus wieder ausgleichen. Schlägermeister, ja, der geht. Irgendwo streicheln. Ich glaube, dieser Fall verlangt eine clevere Herangehensweise und dazu gehört gute Gesprächsführung. Ganz genau. So sterbe ich also. Sei nicht zu pessimistisch, meine Drinks helfen euch. Glaubst du, dass du diesen Fall lösen wirst, Detektivin? Natürlich. Mit deiner Hilfe haben wir den Fall nun gelöst. Wir sind bald wieder da. Viel Erfolg. Ich sollte mitgehen und seinen Schafsfisch abholen, bevor sie verschwinden. Vergiss nicht, ihm ein Schlaflied zu singen. Rufus oder John? Rufus. Oh, natürlich. Ich gehe jetzt besser. Viel Erfolg, Fable. Oh, sie ist wieder da. Gastwirtin. Chrissy, schön dich zu sehen, dass es dir gut geht. Ebenso. Und gut zu sehen, dass dein Gasthaus auch nichts passiert ist. Da draußen ist echt die Hölle los. Und ich bin auf der Durchreise, keine Zeit lang zu bleiben. Ich muss nach Hause sehen und den Völkern, den Vögeln und Fäbeln. Ich bin sicher, es ist noch alles beim Alten. Die Kronen der Bäume im Hain sind ziemlich stabil. Darum habe ich mich dort niedergelassen und wegen der Aussicht.
War deine Reise wenigstens schön? Und ob, hat's richtig gut getan, dir Kraft zu tanken. Wir sind ziemlich viel gelaufen, haben fast die gesamte Insel kartografiert. Und wir sind zum Fuß der Boreasgrat gewandert, wo die Nordlichter die Berggipfel berühren. Ich habe gehört, dass das ein atemberaubender Anblick sein soll. War es auch. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Meine ersten Nordlichter. Und ich habe sogar die Banshee gesehen. Uns wurde gesagt, dass wir die Lagune der Leere ihretwegen meiden sollen. Aber sie war zu schön, um sie einfach zu ignorieren. Ich glaube nicht, dass die Banshee wirklich böse ist. Wir sehnen uns doch alle nach Freunden, so gruselige Monster. Ein Monster zu sein ist oft sehr einsam. Die Leute haben Angst vor einem. Das sollten sie aber nicht. Niemand kann etwas dafür, wie er oder sie geboren wird. Wir sollten alle so akzeptieren, wie sie sind. Ich habe ein paar Stammkunden, die das wirklich gern hören würden. Dann würde ich sie gerne einmal kennenlernen. Wo wir gerade davon sprechen, ich habe etwas für dich. Oh? Weißt du noch, dass wir neulich über Nymphen gesprochen haben? Allerdings. Ich habe eine getroffen. Sie hat kleine Schmuckstücke verkauft, handgemacht. Da musste ich an unser Gespräch denken und habe das hier mitgebracht. Oha. Ich dachte, es gefällt dir vielleicht. Das tut es. Vielen Dank. Und es wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil es von dir stammt. Ah, du bist süß. Meinen Namen kriegst du trotzdem nicht von mir. Was will ich denn mit deinem Namen? Sicherlich nichts Gutes. Aber im Ernst, ich muss los. Ich war viel zu lange weg. Ciao. Bis bald, Christine. Pass auf dich auf. Immer doch. Oha, wen haben wir denn hier? Bevor das mal, muss ich mal kurz hier reingucken. Gruselgestalt hier. Baja, schön dich zu sehen. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ja, lange, lange, sehr lange. 6000 Jahre. Ja, so 2 Monate. Oh, ich dachte, mein Winterschlaf hätte länger gedauert. Du hast den Winterschlaf gehalten und die Jahreszeit? Wegen dem Blütenfest jedes Jahr im Traum. Und findet es bei meinem Muster statt. Druiden und Barden suchen für 2 Wochen gemeinsam nach den Mondteichen. Sie tanzen, lachen, verstreuen überall Blütenblätter. Sie hoffen, das Land sie zum komischen Spiegel führt, wenn sie es nähern. Du meinst die 7, die angeblich alle 7 Monde gleichzeitig reflektieren? Ja, vor allem gerade einmal 30 Jahren
ein Stück des Portals im Abgrund des Zwielichts öffnete. Boden, sich alle verrückt danach. Sie verzehren sich nach ihrer Schönheit. Das klingt doch eigentlich nicht ganz nett. Nein. Sie sind laut. Ihre Gesänge und wie sie sich streiten, wenn sie sich in den Marschen verlaufen. Und wie Traumfacken, glühende Kugeln, so nah an meinen Glühbalken. Darum sollte man Feuer in einen Sumpf mitbringen. Das ist ziemlich unhöflich, wo du es so sagst. Genau. Ich habe versucht, mit ihm zu feiern. Einmal. Ihre schönen Blumen haben mich verzündet und ich schlich mich an, gekleidet in schönsten Duftefeu und Kronen von den unsterblichen Bäumen. Weißt du, wie sie reagiert haben? Wie denn? Sie jagten mich davon mit ihren Fackeln. Sie schrien, Damen, Fuß mit dir. Also überwintere ich während des Traummondes, damit ich ihre Fünfgesänge nicht ertragen muss. Du sollst ihnen eine zweite Chance geben. Nur wenige Gaianer sind mit den Kreaturen der Sümpfe vertraut. Nur mit Geschichten über ihre Zähne und die Knochen zermalmen können, die Bonbons. Was ist so schlecht daran? Sie glauben, dass du ihre Knochen zermalmen wirst. Oh, aber das wäre unhöflich. So weit denken sie nicht. Aber wenn sie dich besser kennenlernen würden, würden sie dich bestimmt mögen. Du flechtest die besten Blumenkränze in Gaia, vielleicht sogar in ganz Asteria. Und dieses Fest klingt, als würden sie wunderbar dazu passen. Du kannst doch recht haben. Vielleicht schenke ich ihnen nächstes Jahr ein paar Blumenkränze. Ich könnte sogar einen eigenen Laden für Blumenkränze aufmachen. Immer andere, je nach Saison. Ich würde sie kaufen. Doch nun bin ich wach und Durst. Hast du Sumpfwasser auf der Karte? Ist mir gerade ausgegangen, tut mir leid. Zu schade. Etwas anderes? Ich weiß, hast du noch diesen Drink, mit dem ich mich wie eine Spinne fühle? Ich bin schwerelos. Habe ich tatsächlich. In dem Moment bitte. Schnell sein wie ein Spinner. Da kommt ja eigentlich nur der schnelle Schluck in Frage. Da man anderen der drei. Nein. Dann nehmen wir den hier. Können wir noch Hast mit dazu machen? Das war eigentlich nicht schlecht. So, Charisma. Ah, nee, das geht nicht für Charisma schon.
und eine andere Infusion nehmen. Charisma darf es nicht geben. Dann machen wir mal um Infusion. Gewöhnlicher schneller Schluck. Ein Strichchen ist ein Muss. Der trinkt das Glas, der trinkt was Perfektes zu ihr. Oder ihm. Die Flinkheit der Spinne in ein Glas nur für dich. Köstlich. Ich fühle mich, als könnte ich in jede Spinne mitklettern und jede Fliege erhaschen. Danke. Was hat dich eigentlich aus deinem Winterschlaf geweckt? Der Himmel fiel auf meine Hütte. Da brannte meine düstere Trauerrede. Ich habe jetzt keine Trübsalweiden gepflanzt. Sie nähren sich von der Art der Sterne, die sie verbrennen wollten, in hervorragender Nährstoff. Lecker. Und nachdem die Bäume der Wind der Kara sich beunruhigten, wollte ich weiter schlafen gehen. Als dieses Elend machte mich milde. Aber als ich mich umlegte, fühlte ich nur dieses Gefühl in meiner Brust. So gut brennen. Einsamkeit. Ich dachte, du solltest ein wenig herumreisen, Werbung für meinen neuen Band machen. Bisher hatte ich nur Krullen als Gäste und die sind nicht gut im Markt. Ich dachte mir, wenn Leute mich besuchen und umgekehrt, dann jagen sie mich nicht so gut. Also bin ich dorthin, wo ich wusste, dass man meine Dienste brauchen würde, zu der Werbungssiedlung im Arschnein. Natürlich wollte ich sie nicht stören, also hängte ich mit Scheine an rote Fäden in die Bäume um ihre Siedlung herum. Zusammen mit einem Glückchen, damit sie im Wind in ihrer Anwesenheit künden. Wie kleine Zaubersprüche, die dich unwiderstehlich in das nächste Schlammbad locken. Ich hoffe, sie besuchen mich. Ich wusste nicht, dass du ein Kurbad aufgemacht hast. Das ist neu. Ich möchte meine Blumen mit allen Teilen und den Stamm und die Gerste, damit wir alle schöner werden können. Das klingt wundervoll, Baja. Ich habe die Information falsch, Baja. Nicht wahr? Kann ich ein paar meiner Gutscheine hier lassen? Natürlich, warum nicht? Danke. Bitte reiche sie an alle deine Kinder weiter. Ich informiere sie gerne über deine großartige Idee. Smiley-Emoji. Du könntest auch öfters hierher kommen und deine Gutscheine persönlich verteilen. Aber niemand sonst ist hier. Wo ist halt der Dorne dort? Hab ich, kleiner Vogel. Lass dein Hütchen, ich lege ihn dir in dein Nest. Es ist niemand hier, weil ich beide zumache, Baja. Du sollst früher herkommen, tagsüber, am früheren Abend, oder wenn ich eine Feier abhalte. Aber dann werden die Leute hier sein. Genau darum geht's doch.
Unheimlich. Ich gehe jetzt. Denk an meine Gutscheine. Das werde ich. So. Ande futtern. Taverne sauber machen. Und einen weiteren Tag beenden. Gute Nacht.